Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir den Geldbeutel, dieses Foto hier und diesen Kautionsschein bekommen von Lilly. Der Kaution ist auf einen Rolf Totem ausgestellt. Und ich hätte es gesagt gehabt, das ist die Pfandleihe, aber dieses Ding scheint von diesen Kilpatrick Bail Bonds zu sein. Keine Ahnung, ob er da schon waren. Mir sagt, es ist im Moment jedenfalls nichts. Da werden wir vielleicht mal auf jeden Fall die Spur weiterverfolgen können. So, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal weiter hier im Diner um. Können wir mit dir noch reden? Nein. Liegt hier irgendwo noch was rum, was uns interessiert? Ja, da können wir auch nicht reingehen. Nö. Nö, das sieht nicht danach aus. Können wir auch in der Bibliothek gehen? Sicher? Sagt keiner was dazu. It's not my problem. Naja gut, dann sind wir wohl hier erstmal fertig. Schauen wir mal uns weiter um. Straßenlaterne. Ich hab's mir zwar ausgedruckt, aber da haben wir eine. So. Bail Bonds. Nummer 1. Da kommen wir also direkt noch da unten hin. Das ist doch da, wo auch die Kaution erstellt worden ist. San Gao Gasoline und Brothers Salvage. Die haben wir beide noch nicht wirklich. Da kommt man nicht durch. Mit dem können wir nicht reden. Was brauchen wir hier, um dazu das Schloss zu knacken? Schwierigkeitsstufe 5, das könnten wir sogar haben. Werde das gesehen werden, wenn wir den aussaugen. Gibt aber nicht wirklich viel. Es wurde nicht gesehen. Perfekt. Würde das hier auch nochmal gehen? Na, der sieht uns doch da hier, oder? Probier's aus. Ja, das ging natürlich nicht. Das wurde gesehen. Aber ich dachte, ich probiere es aus. Aber ich hätte sowieso nochmal gespeichert, weil wir sind ins Feuer geraten. Das ist natürlich nicht so toll. Oh, sieht der uns jetzt halt hier, wenn wir das machen? Ja, der sieht uns auch. Schade, schade, schade. Aber Versuch was wert. Aber die geben sowieso nicht viel Blut. Von daher, was soll's. So, da sollten wir reingehen. Oh, das könnte doch gehen, oder? Ja, das ging. Kleines bisschen Blut, aber nicht viel. Na gut. Na gut. Dann schauen wir mal hier rein. Hallo, L.A. Du bist weit über deine Bettzeit, nicht wahr? So, können wir mit dir reden? Ja. Können wir. Welcome to Kilpatrick 24-Hour Bail Bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Sie betreiben den Laden. Ich bin nur neu hier. Fragen. Du kannst aufhören, mir den Arsch zu kriegen. Ich bin neu. Sie betreiben den Laden. Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Wie laufen die Geschäfte so? Oder suchen sie nach Hilfskräften? Well, I can't seem to find my damn bounty hunter Carson. It's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Since I'm stuck here, why don't you go look for him? I'll pay you for your time. Okay, wo soll ich nach ihm suchen? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card, that'll let you in. Okay. Ach, das ist da, wo auch Dings ist. Mercurio, Deng. Richtig?
Kann ich noch ein paar Fragen stellen? Sure, honey, what is it? Haben Sie von den Morden in der Stadt gehört? Yeah, they're saying there was a murder down by the pier, just like the one the other day down in Long Beach. Just vicious, tore them up. They're saying it's a serial killer. Macht sie das nervös? Well, typically when things like this happen, the cops ratchet up the patrols and start hauling in more suspicious types. Could be good for me. Okay, Fragen nochmal? Nee, gibt's nichts mehr. Alles klar. Was haben wir sonst noch alles hier? Den Computer können wir nicht schauen. Da hinten ist auch noch ein Computer. Vielleicht können wir da was machen. Pizza können wir nicht essen, sonst scheint es hier nichts zu geben. E-Mail? Gut, dein Vater. Arthur, dein Vater wollte, dass ich dir schreibe. Ich soll dir sagen, er hat einen 8 cm großen... Er hat einen 8 cm großen Eiterpickel. Du musst unbedingt vorbeikommen und dir dieses Ding ansehen. Hab dich lieb, Mami. Okay, das war's dann auch schon. Kautionen? Thank you, Gomez, and that concludes the news portion of the show. Well, this girl Geld, got a pair wirklich. Bill, so it's time for a few commercials. But don't go verfügbare anywhere. Befehle, Muddy. Should I say hot? Friggin Chicken recently challenged several random people to a taste test between Friggin Chicken. Ich will gar nicht wissen, warum man ihn Muddy nennt. Mhm. So, wie hieß denn das Ding hier nochmal? Try this leading brand of chicken. Oh my gosh, is that week old fish? Now, try this. Oh, this is some good chicken. Kaution gestellt, bla 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 bla. Sure. Ich gehe nochmal hier raus. Wie war denn das nochmal? Auf was wurde die Kaution erstellt? Rolf Totem. Seriously, drop these up your ass. Here, try this one. Hey. N bis R? Motherfucking great chicken right there. Nein. What is this? It's friggin' chicken. This is cat, right? Are you feeding me cat? Try this. Holy f. Totem R. Da haben wir ihn. Kaution gestellt am 22.08.03. Illegale Einwanderung. Fall 663321. Kautionsbetrag $15,000. Kautionsart Sicherheiten Auto. Roter 77er Lightning Bird. Nummernschild. Bla 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 bla. Hinweise, geh wieder nach Deutschland, Kumpel. Wir nehmen hier keine Euros. Okay, Moment. Here's your money, Rot, 77. I happen to have a glandular problem. Lightning Bird. I'm withdrawing all my millions. Egal, Nummernschild. CA. She's an ATM machine with the soul of his dead wife. Okay, alles klar. Dann finden wir da mit dieser Quest wahrscheinlich weiter. Together. Indem wir ins Parkhaus gehen und danach suchen. So. Dann haben wir Kopfgeld für den Jäger. Kautionstag, genau, dann müssen wir in die Monika, Santa Monikas Jutz gehen. Dünnes Blut und wir haben Autos Grimeputer. Wie auch immer. Ein Hinweis auf Rolf Toten entdeckt. Sein Auto ist ein roter Lightning Bird. Oh, da steht es ja sogar, Guy Coney. Vielleicht sollten sie nach diesen Autos suchen. Alles klar. Alles klar. Jetzt könnten wir noch dieses Ding hier knacken. Speichern wir mal, was machen wir vielleicht gleich mal noch. Und schauen wir mal, was da drinnen ist. Aha. Gibt's da irgendetwas? Sieht nicht so aus, außer da drin halt. Bin ja mal gespannt. Ich glaube, ich habe irgendwas mit dem Bett gesehen. Das ist also Unterschlupf für irgendjemanden. Auf jeden Fall haben wir einen Computer hier. Und sonst sehe ich hier nichts. Ob sich das gelohnt hat. E-Mail.
Lass uns so bald wie möglich... Lass uns so bald wie möglich, Jeanette. Mir ist langweilig. Willst du nicht vorbeikommen und mich ein bisschen unterhalten? Ich bin im Club. Mhm. Auch nochmal Laufweg von Jeanette. Bertie, die alte Trantüte tickt nicht sauber. Du tauchst lieber eine Weile ab. Okay. Ah, das war das Versteck von diesem Bertie, den wir gesucht haben, richtig? Mhm. Notizen. Das bräuchten wir vielleicht später dann nochmal. Asylum. Geführt von Vampirschwestern. Ich finde Jeanette netter als Therese. Ja, von denen haben wir ja auch schon gehört. Galerie Nord. Es gibt einen Hintereingang in der Gasse. Die dünnen Träger zwischen dem Parkhaus und der Gasse könnte man durchbrechen. Mhm. Naja, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Aber was soll's? Wo geht's denn raus? Ah. So. So, Parkhaus wollten wir gehen. Um diese eine Quest weiterzumachen. Ein rotes Auto. Nee, das ist ein Bus. Ich glaube nicht, dass das das richtige Auto ist. Das da. Das könnte es doch sein, oder? Aha. Tagebuch. Und das Ding können wir... Ah, ich habe diese Waffe bereits. Können wir die Waffe verkaufen und dann nochmal hier holen? Wäre das vielleicht möglich? So, schauen wir erstmal das Tagebuch an. Da scheint das Tagebuch einer Frau zu sein. 30.04.03, ich habe heute einen Kerl im Asylum getroffen. Oh Gott, der ist ja so geil. Er heißt Rolf und kommt aus Deutschland. Europäische Männer haben so viel mehr Klasse. Verglichen mit den langweiligen kalifornischen Jungs. Er will mich morgen Abend treffen. Ob er wohl reich ist? Jedenfalls sieht er so aus. Morgen gehe ich erst einmal shoppen und suche mir irgendetwas, worin ich nicht wie eine fette Kuh aussehe. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen. 21.05.03. Ich glaube, das mit Rolf wird eine ernstere Sache. Er hat gesagt, er will mir nächste Woche etwas ganz Besonderes schenken und wenn es das ist, was ich denke, wird es auch echt Zeit. Ich dachte, Europäer wären in solchen Sachen nicht so verklemmt. 6.06.03. Ich bin heute Abend um 8 aufgewacht. Das an sich ist ja schon seltsam, aber noch dazu kann ich mich nicht daran erinnern, gestern Abend überhaupt ins Bett gegangen zu sein. Eigentlich erinnere ich mich an gar nichts mehr, seit letzten Samstagabend, als Rolf hier war. 10.06. Ich bin schon wieder spät wach geworden. Seit 4 Tagen habe ich nichts gegessen. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. 11.06. Rolf ist gestern Abend wieder vorbeigekommen. Er meinte, ich habe deshalb nichts gegessen, weil ich Blut bräuchte. Er sagte, das sei alles, was ich jetzt zu mir nehmen könne. Ich würde keinen Hunger mehr verspüren, wenn ich welches tränke. Er hat eine Blutkonserve von der hiesigen Blutbank dabei. Ich habe mich geweigert, aber vergeblich. Was passiert mit mir? 26.07.03. Rolf sagt, er muss mich schon bald verlassen. Einige Leute versuchen, ihn aus dem Land zu jagen. Er hat nicht ein Wort darüber verloren, ob er mich mitnimmt. 22.08.03. Ich musste heute für Rolf eine Kaution bezahlen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil sein Visum abgelaufen ist. Er sah so ängstlich aus. Ich glaube, er hat nicht vor, mich mitzunehmen. 7.12.03. Seit ich Rolf freigekauft habe, habe ich von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Was soll ich bloß machen? Ich dachte, er würde sich um mich kümmern. Warum hat er mir das nur angetan? 15.04.04. Ich habe bis 5 Uhr morgens mit diesem Typen geredet, den ich im Surfside kennengelernt habe. Als ich ihm sagte, ich müsse gehen, habe ich mich wie Aschenputtel gefühlt. Er war für mich wie ein Prinz. 16.04.04. Ich habe diesen Typen von Surfside wieder getroffen. Er hat keine Ahnung, was ich bin.
24.04. Ich habe E, den Typen von Surfside, gestern Abend in meine Wohnung geschleppt. Er meinte, er würde in ein paar Tagen zurück nach Australien gehen, jetzt da das Turnier zu Ende geht. Ich will nicht, dass er geht. Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt, nicht einmal für Rolf. 25.04. E hat mich gestern Abend geküsst und ich konnte mich nicht davon abhalten, ihn in den Hals zu beißen. Ich habe viel zu viel getrunken und ich habe ihm mein Blut gegeben, um ihn zu retten. Als ich ihm das alles zu erklären versuchte, meinte er, er wolle mich nie wiedersehen. Was habe ich nur getan? 8.05.04. Seit dem Abend mit E kann ich nicht mehr trinken. Ich habe Angst davor, was jetzt passiert. Ich erinnere mich, dass Rolf Blut von der Blutbank mitgebracht hat. Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, mir ein paar Blutkonserven schnappen und abhauen, bevor mich jemand erwischt. Okay, die Spur geht also wieder in der Klinik weiter. Also wieder Klinik, so meinte ich das. Das sollten wir doch mal an der Klinik vorbei. Sie haben Lillys Tagebuch gefunden. Ihr letzter Eintrag enthält ihren Plan, in die örtliche Blutbank einzubrechen. So, und da das Ding hier wir nicht mitnehmen können. Irgendwie hat er da gerade gesagt, das hätten wir schon. Bin ich jetzt gerade unsicher, ob wir das Ding vielleicht verkaufen können und dann nochmal neu holen können. Einfach um ein bisschen Geld zu machen. Ich glaube, das probieren wir doch gerade schnell mal aus. Move along. Und wir sollten uns mal wieder ein bisschen Geld, Blut von dem da holen. Ich probiere es jetzt erstmal mit der Pfandleihe kurz aus. Ob das irgendwie klappt. Thanks for coming back. What you need? Alright, here's what we got today. So, verkaufen wir mal das hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das jetzt aus dem Auto nochmal rausholen können. Dass man es noch nicht holen konnte, weil man das Ding schon hatte. Schlecht wäre es ja nicht, dann hätten wir das $8 schon wieder bekommen. Ist nicht die Welt, aber immerhin. Um dich da kümmern wir uns gleich nochmal. Unser ewiger Blutkonserve. Ah, das geht tatsächlich. Haben wir immerhin schon $8 wieder gewonnen. So, dann holen wir uns Blut und dann könnten wir entweder in das Klinikum gehen. Where is that? Afraid I'm a little short. I'm happily. I've suddenly got the. Ja, so, es funktioniert immer wieder ganz gut. So, die Kanalisation haben wir auch noch nicht angeschaut. Weil sonst sind wir mit Santa Monica, glaube ich, relativ gut durch. Ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, finde ich. So. Speichern und. Ja, durch die falsche Taste haben wir doch relativ viel Blut verloren. Okay. Das hat geklappt. Dann hätte ich gesagt, geh mal ins Klinikum. Machen wir die Quest weiter. Wenn ihr mich vorbeilassen wollt. Und ich schätze, da müssen wir runtergehen. Die andere Quest machen wir dann direkt im Anschluss danach. So. Es ist die Frage, können wir mit dem reden und danach fragen? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich muss ins Hinterzimmer. Ist schon in Ordnung. Das Oberflittchen hat mir ja sein Okay gegeben. Mach auf, ruf sie an. She did, huh? Queen Bitch told me never to let anyone back there. I remember her repeating it over and over in that cold, pretentious voice of hers.
Now serving number 75. Number 75. Na gut, dann halt nicht. Aber wir kommen sowieso hier rein. So. Es ist die Frage, wo müssen wir genau hin? Egal. In dieser Folge sowieso nicht mehr. In der nächsten Folge machen wir es mal, dass wir hier uns umschauen, ob sie hier irgendwo ist. Also die Spur hat jedenfalls hierher geführt und wir müssen anscheinend ins Hinterzimmer. So sieht es jedenfalls aus. So habe ich das jetzt interpretiert. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.